21, sehr gut. Burp erreicht Level 15. Ja, ein bisschen Oboe jieten. Ich hab auch eben die Sachen für die nächste Probe angeschaut. Das wird lit. Ja, bester Name, bester Name. Wurde ich gerade paralysiert oder habe ich mich verguckt? Na, na, na. Das gefällt mir aber überhaupt nicht. Paralyse ist mit das nervigste, die nervigste Statusveränderung, die man haben kann, finde ich. Wann entwickelt sich Carpador eigentlich zu Gyarados? Kann mir das mal jemand von euch verraten? Also, ich könnte auch fragen, wann wird das Vieh useful? So, habe ich einen Para-Heiler. Ich kann mich eigentlich gar nicht erinnern, irgendwann mal einen bekommen zu haben. Doch, ich habe einen. Sehr gut. Rätselmeister, ich komme. Fuck, ich habe nicht geguckt. Nochmal. Hab ich überhaupt... War da überhaupt was zu sehen? Wo ist er? Ah, ich hab ihn. Unterm Tisch. Krasser Boy. Level 20? Sicher, ist schon so früh? Das wäre natürlich schön. Rätselmeister. Fluchtseil, ja, falls ich nicht mehr weiter weiß. Ja, sicher. Okay, sehr schön. Dann haben wir ja nur noch ein paar Level vor uns. Was machen wir jetzt, Level 14 oder so? Mal kurz gucken. Level 13, naja, gut. Schriftrolle ist ein großes Loch. Ja. Okay, ich sehe schon mal Trainer. Habe ich eigentlich nur so mäßig Bock drauf, muss ich sagen. Aber ich fürchte, ich muss gegen einige fighten. Warte mal, erstmal hier lang. Erstmal hier lang. Okay, die Schriftrolle ist da. Da steht immer der Code drauf für die Tür, ne? Okay. Das bedeutet dann wohl, ich muss dich besiegen. Schon wieder ein Kampf-Pokémon gegen meins. Ach, irgendwie ist es doch hier alles blöd. Warum haben die alle Kampf-Pokémon die ganze Zeit? Nervig. Was tue ich? Warum? Ah, mein Vieh ist tot. Ich hab gar nicht hingeguckt, was ist passiert? Hä? Wie konnte das so schnell sterben? Mann, 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 ey, Schwalbini stirbt hier häufig. Ich habe gerade Funktionen von meinem Streaming-Programm entdeckt, die ich noch nicht kannte, da war ich kurz abgelenkt. One-Shot mit Kraftwelle, feels bad, man. Ah, schon wieder paralysiert, ja, vielleicht habe ich noch irgendeine Beere dagegen oder so. Ja, okay, Ausdauer bringt jetzt auch nicht mehr viel. Solange ich nicht die Fullpara kriege, greife ich ihr zuerst einmal zurück zu Keep. Sehr schön. Okay, bitte lass mich irgendwie eine Prunusbeere oder sowas haben, war das, glaube ich. Denn Para ist gleich no fun.
Oh, warte mal, ich kann actually sogar... Schwalbini wiederbeleben für die EP. So, und dann... Vergiftung, Paralyse. Hat doch keine Prunusbeere. Was macht denn eine Prunusbeere? So, Schriftrolle. Du hast eine Schriftrolle gefunden. Hani hat eine Schriftrolle gefunden, besser gesagt. Danke, danke. Oh, diese 3DS-Steuerung. Ich will es eigentlich nicht noch häufiger erwähnen, als ich schon erwähnt habe. Oh, das ist ein Item. Oh, komm. Für ein Item fighte ich. Obwohl das eigentlich nicht sowas Krasses sein kann, ne? Ich meine, wenn ich das nicht sehen würde, also das ist nichts Spielentscheidendes, das ist aber bestimmt was Cooles. Wenn ich es nicht nehmen würde, dann würde sich ja der Rätselraum trotzdem resetten und das Item wäre für immer verloren. Bam. Haha. Diesmal habe ich das Glück. Ah, warte mal, ich könnte ja mal hier die neue Attacke probieren. Hier Raub, ne? Hast du ein Item? Gimme. Okay, offensichtlich hattest du keins. Schade auch. Zerschneider. Lava-Keks. Verstärkt das Feuerattacken? Ein Glück habe ich keine einzige Feuer-Pokémon, beziehungsweise keine einzige Feuerattacke. Falsch. Lava-Keks. Da ist er. Alle Statusprobleme eines Pokémon halt. Das ist auch nicht schlecht. Da beschwere ich mich nicht so, wie komme ich da hin? Das Item will ich auch haben. Kann ich da nicht einfach außen lang rennen? Ach so, ja. Schön wär's gewesen. Noch einer, okay. Aber den Fighter kann ich dann wenigstens skippen. Schon mal gut zu wissen. Ah! Oh yeah! So, hallöchen! Ach, man kriegt ja sogar TMs, ach, nicht schlecht, aber für Höhner, naja, gut. Brauche ich jetzt im Playthrough nicht unbedingt, aber danke dafür. Oh, Experten gehört. Sehr nice, sehr nice. Habe ich dafür einen Use? Ich kann es halt mal irgendjemandem geben, ne? Komm, du hast doch kein Item. Fällt zwar gerade nicht ein, wenn ich mit Unlicht-Moves sehr effektiv treffen soll, aber... Also von den Gegnern, die mir so bevorstehen, aber... Why not? Why not? So, ich glaube, ich mache mich mal auf Richtung Rivalenfight. Ich habe ein bisschen Respekt davor, weil wir eigentlich nichts haben gegen das Jungblut, ne? Angriff plus. Oh yeah. Okay. Hier war irgendwo ein verstecktes Item in der alten Generation. Oh. Na gut. Mir fällt gerade auf, der nächste Orden könnte auch kompliziert werden ohne Boden- oder Kampfattacke. Unser Team ist daraufhin eigentlich gar nicht so krass ausgelegt. Aber na gut, dann macht es ein bisschen schwerer. Ist ja auch nicht so schlimm. Stolunior.
süßes Viech. Get mega saugt. Ah, Fritzenblitz, das wollten wir uns ja noch fangen. Müsste es hier auf der Route, glaube ich, auch geben. Get mega sucked. Sehr schön. So, ich heile mich, glaube ich, nochmal vor dem Fight. Trank. Why not? Ja, wird keine Wirkung haben. Danke für den Hinweis. So, mit wem leade ich denn mal? Ich glaube, ich leade. Ich weiß nicht, mit was er leaden wird. Einfach mit meinem schwächsten Teammitglied, was kampffähig ist. Hi. Hi, Anni, wie geht's? Laber nicht so viel. Ich will fighten. Danke. Feut. Okay, du hast ein Weilmar. Ja, okay. Flügelschlag einfach drauf. Ich glaube nicht, dass so viel Schaden machen wird. Nee, fuck. Und du hast Walzer, das ist noch schlimmer. Oh, no, 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 no. Oh, Gott. Okay, ich glaube, da will einer mega gesackt werden. Fällt gerade auf, ich hätte mir eigentlich Schwalbini für Jungle aufheben müssen. Da kann ich ja wirklich sehr effektiv hitten. Aber er kann mich wahrscheinlich one-shotten. Ah, vielleicht kann ich ja Carpador einfach reinschicken, es verrecken lassen und dann den Zug nutzen, um Schwalbini wieder voll zu heilen. Ich glaube, das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Dann hält er vielleicht eine Attacke aus. Lorenz wehrt die Attacke ab. Sehr gut, Lorenz. Willkommen zurück, Mert. Willkommen zurück. Trendy 2. Hier übrigens nochmal die Eilmeldung. Du bist mir noch nicht auf Twitch gefolgt. Falls du dies vorhattest. Aber ich zwinge natürlich niemanden. Mert, vielen Dank für deinen Follow. Das kann ich nur sehr appreciaten. So, ich habe die Taktik gecallt. Ich werde sie einmal durchführen. Ich hoffe, das klappt. Nitro-Ladung. Eieieiei. Okay, das war ein Crit. Oh nein. Init-Strike. Okay, der wird mich eh outspeeden. Okay, ich werde Carpador jetzt mal verrecken lassen. Sorry, Kim. So. Jetzt gibt es nur noch Beten. Please live. Ah, sieht ganz gut aus. Oh, wir tanken das sogar noch was. Oh, das macht aber echt nicht so viel Damage. Okay, macht Sandwirbel. Hoffentlich treffen wir trotzdem. Dann haben wir noch... Sehr gut. Okay, wenn er halt jetzt Nitro-Lage macht, bin ich dead. Schnabel, das kann ich taken. Nice, nice. Nice. Crit. Sehr gut, Burp. Doppelteam. Nee, danke. Ein andermal vielleicht. Als nächstes Knilz. Ja, war ein guter Call, das Ding ins Team zu nehmen. Von dir auf jeden Fall. Ich glaube, sonst hätte ich diesen Fight gar nicht gewinnen können. Hätte ich mir irgendwas anderes holen müssen.
Au. Ja, okay, ich glaube, ich hau einfach noch so viel Schaden. Fuck, Missklick, das wollte ich nicht. Aber immer ist die Attacke episch. Okay. Das war wieder die ausgleichende Gerechtigkeit. Noch ein Crit, was hier los? Okay. RIP. Das ist ein Fall für Ryan. Oh, ich sehe gerade, das ist schon sein letztes. Megaslauger. Aber ich bin ja der einzig wahre Megasucker. Du kannst dich nicht megasacken. Bam. Sehr gut, das lief besser als ich dachte. Wir mussten leider Carpado opfern, aber der ist leider sowieso zu nichts anderem zu gebrauchen. Traurige Wahrheit. Oh. Ja, du hast ganz schön was drauf. 800 P Dollar. Bitte heil mich, ich will nicht zurückrennen. Danke. Dein Team wurde vollständig geheilt. Was schenke ich dir? Itemradar. Sehr gut. So, das lief doch ganz gut. Machen wir mal ihn wieder nach vorne. Und ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal darum, Fritzelblitz zu finden. Gibt's das denn hier auf der Route? Kann mir das einer von euch sagen? Müsste es aber, oder? Trips für Trainer. Ach was. Ich bin ein Psychopedo. Ich warte, bis hier kleine Kinder vorbeikommen. Wir brauchen auch einen Oleg. True. Fällt aber gerade kein wirkliches Pokémon dafür ein. Hast du eine Idee? Lombrero-Heuler einsetzt, da kann man so richtig den Namen von dem Pokémon hören. Lombrero, Lombrero. Fuck, warum habe ich das gemacht? Es wird überleben. Ich bin dämlich. Flurmel oder Pipi? Flurmel wäre actually recht leicht zu kriegen. Pipi weiß ich nicht genau, wo man das hier bekommt. Geht bestimmt auch irgendwie. Naja, es ist ein Remake, also vielleicht kann man es nach der Liga irgendwo schon finden. Weiß ich jetzt nicht so genau. Fritzel gibt's auf Route 110. Ja, ich meine, da bin ich gerade. Ich hätte gedacht, das One Hit, aber na gut, Energieball sollte ich ganz gut wegstecken.